damit man nicht die Loop hier rummachen kann. Wenn du da nicht frierst an den Ohren, ja, dann geht das, ne? Ja, und guten Morgen hier zu einem neuen Video. Daumen hoch! Also das war mein Esch macht Licht an, ich habe hier erstmal voll die Packung auf die Augen gekriegt. Es geht los, wir müssen einiges erledigen heute. Heute kommen endlich die neuen Fenster. Und da müssen wir natürlich hin und die in Empfang nehmen. Die kommen so zwischen 11 und 12. Und ja, nun gibt es erstmal eine Radtour und dann müssen wir Fenster und dann mal gucken, was da noch alles zu tun. Und da haben wir jetzt ganz schnell mal... Wir beide den Esch zur Schule gebracht und ich muss mal sagen, ey, Warnung an die Autofahrer, ne? Und nicht wenn ich das jetzt. Doch, ich muss noch mal meckern. Ich mache mich jetzt wieder unsympathisch. Also, einem habe ich fast auf die Motorhaube geklopft, weil der fast Esch umgefahren hätte. Und dann gleich zur nächsten Ausfahrt kommt der nächste da raus mit dem Kind Mutti auf dem Beifahrersitz. Kind. Ja, ja. Kind viel zu klein, darf gar nicht da sitzen. Und fährt Esch gleich das zweite Mal noch fast um. Ne? Also ich habe mir überlegt, ich werde mir jetzt eine 2 Meter lange Stange holen mit einem Gummihammer am Ende. Und wenn da irgendeiner zu nahe kommt, dann batsch, gibt es einmal kurz einen auf die Motorhaube. Das macht er dann nie wieder. So ein Signalhorn, so ein Nebelhorn, was die Schelle haben. Dass der so einen Schreck kriegt, dass er gleich direkt einen Herzinfarkt hat. Dann bleibt er da stehen, fährt auf jeden Fall nie wieder auf die Straße, wenn er kleine Kinder vorbeifahren mit dem Rad. Oder, wäre doch eine Idee für mich, es gibt auch so eine Sturmklingel. Also früher, ich hatte so ein Ding, ne? Das ist so rund, so groß, hat so ein kreisrundes Rad. Das knappt man so mit dem Band an den, also an den Mantel vom Fahrrad ran. Und dann klingelt das wirklich durchgehend. Das ist so penetrant und laut. Also ich denke mal, dazu braucht jeder Autofahrer zusammen. Mal gucken, oder so ein Stroboskoplicht. Dass die Autos, die Autofahrer mal aufwachen. Ne? Die wissen, die schlafen. Ja, die fahren, ja, ja. Also Fahrradwege also haben die und Fahrräder haben die gar nicht auf der Reihe. Ja. So, jetzt werde ich wieder sympathisch. Schnell noch ein bisschen Dinkelbrot einholen. Schnucki, brauchen wir noch ein bisschen Super Soft? Und wir sind wieder zu Hause. Ah, wer ist das? Ach, das bin ja ich nur. Und jetzt erst noch mal schnell hier zum Postfach. Wenn uns jemand was schreiben möchte, Postfach. Voll. Oh, ist voll. Und hier ist noch mal unsere... Schärfer. Hier ist noch mal unsere Postfachnummer. 6111. In 24122. Kiel natürlich. Kieler Jungs hier am Werk. Hier wird jetzt sortiert. Und ist was für mich dabei? Ist auch was für mich dabei? Ich weiß es nicht. Ist auch was für mich dabei? Ist nichts für mich? Das ist nix. Keiner mag mich. Nein. Ich hab auch nicht. Keiner mag mich. Mal wieder in unserem Lieblingsbauhaus und ab geht's in die Drive-In-Arena. Dann driven wir da mal rein. Also wir brauchen Rigips und jetzt brauchen wir eine einzige Rigipsplatte nochmal und die ist so lang, dass sie hier kaum ins Auto reinpasst. Dafür musste ich jetzt mal hier, das ist ja das Gute hier in dem Wagen, man kann hier diesen Stuhl hier rausnehmen, den Sitz, und dann legen wir die hier gleich einfach rein. Wir brauchen noch so einen Lochbohrer für diese Halogen-LED Strahler, Lampen und? Bohrer, irgendein Bohrer, hast du gerade gesagt. Ein Schalter, ein Lichtschalter. Ja. Und da sind wir wieder zu Hause. Also, da geht es jetzt vielleicht gleich noch mal ein bisschen weiter. Ich weiß nicht mehr, was machen wir denn jetzt? Wir sind ja nur so lange hier, bis die Fenster kommen, ne? Ja. Was denn da oben? Schon mal an, ja. Oder Licht im Badezimmer anbauen? Nee, hier soll das fertig werden. Beeil dich mal. Also gut, dann wollen wir mal diese lange Platte hier in 2 Teile schnibbeln. In 2 Teile geschnibbelt. Und jetzt muss hier in diesen schmalen Streifen einmal die Revisionsklappe rein. Den Kasten habe ich jetzt hier schon mal angezeichnet. Da kommen jetzt mal hier 4 Löcher rein. Und dann versuche ich es mit dem Teppichmesser auszuschneiden. So, und jetzt einmal von hinten angeritzt, auch von der anderen Seite. Und es sieht aus, als wenn es klappt. Und der erste Teil ist dran, also inklusive Klappe hier oben. Das sieht ja mal mega scharf aus, also mega gut aus. Hier geht es jetzt weiter, alles fest. Und Marie steht auch hier schon bereit, damit wir Teil 2 da anschrauben können. Und jetzt sind wir auch schon fertig da oben. Hatte ich das eben nicht schon gesagt?
Das wird da fertig sein? Weiß ich gar nicht mehr. Also, das ist fertig und hier ist auch schon die erste Platte dran. Und da geht es jetzt weiter hier. Diese Platte kommt dran, die will ich gleich mal schneiden. Und der Fensterlieferant, der zwischen 11 und 12 hier sein wollte, ist um 12:30 immer noch nicht da. Und der Stau. Genau, der Stau. Weshalb morgens die Schüler auch alle zu spät kommen und jeder zu jedem Termin immer zu spät ist. Scheinbar ist überall in Deutschland Stau. Überall ist Baustein. Gar nicht. Nur die Ausrede. Wahrscheinlich sitzt er irgendwo und trinkt seinen Kaffee oder so. Nee. Na okay, er stand im Stau. Also, dann muss er ja gleich kommen. So, mein Schnucki hat mir jetzt hier noch wieder was zu essen gezaubert. Wir haben ja hier nichts. Eigentlich war ja auch nicht geplant, dass wir hier so lange sind, sondern wir müssen jetzt warten auf die Fenster. Und der Mensch von den Fenstern, der hat doch schon angerufen, kommt ungefähr um 1. Und es ist, nee, eine Stunde später, glaube ich. Also, es dauert jedenfalls. Und jetzt gibt's hier, wir haben hier bei Max oben mal so ein bisschen geräubert, was er da schon zu essen hat. Ist ja nicht viel. Irgendwelche Brötchen mit Honig drauf. Schnucki, was gibt's jetzt bei dir zu essen? Ach, das so hier, da unten steht's ja. Schnucki hat schon angefangen zu essen. Und zwar gibt's bei ihr Marmeladenbrötchen und Tee mit irgendwas drin, das ausflockt. Oh. Fall nicht von der Leiter runter, du. Also, mein Schnucki macht jetzt hier weiter. Und hier hat gerade der Fensterlieferant geklingelt. Also, die Fenster kommen jetzt. Die Fenster kommen jetzt. Das ist ein riesen LKW, der hier kommt. Und der versucht jetzt hier gerade rückwärts auf die Auffahrt zu rangieren. Weil diese Fenster auch so scheiße schwer sind. Ne? Die will man ja keinen Meter umsonst schleppen. Aber der sitzt auch gleich in der Hecke. Und da kann ich sie schon sehen. Ich glaube, das sind die hier, diese fetten zwei Teile, die da stehen. Aber es wird jetzt echt schwer, hier auszuladen. Schnucki, was machst du hier? Du guckst zu, ne? Hier, genau. Es ist kalt. Also, wir haben uns schon überlegt, wie wir diese fetten Dinger da runterkriegen. Aber jetzt wird erstmal die ganze, das ist eine Doppeltür auseinandergebaut. Mhm. Und dann kommt das Stück für Stück runter. So, lass ich mal gegennehmen. Und ein Flügel ist drin. Die Dinger sind so schwer. Und der zweite Flügel ist drin. Und, Schnucki, kannst du noch? Ja. Sie hilft ja hier, ne? Also, wir helfen mit beim Abladen, ne? Der kann so sein. Nee, der Rahmen ist drin. Also, da kommt das Fenster hin. Und der Rahmen war mal so easy zu tragen. Der wiegt ja nichts, ne? Gegen die Fenster. Wir stecken fest. Das Ding bewegt sich hier keinen Meter mehr. Das ist falsch eingestellt worden, ne? Wir haben jetzt wir können hier den Flügel nicht ausbauen, weil der in die andere Richtung aufgeht und dahinter stehen dann noch mehr Fenster. Aber wir bekommen gleich noch mal Hilfe. Marie, hat sie... Marie war um Hilfe betteln, genau. Es kommt Maler gleich. Alter, was für ein Krampf hier. Das zweite Rahmen ist drin. Die zwei Fenster waren ja eben schon und das eine hiervon ist jetzt auch schon drin. Wir haben hier vier Polen, die uns helfen. Schön fertig. Also wir sind fertig, meine ich. Es ist das jetzt war echt eine Aktion. Eine ganze Stunde hat es gedauert. Unglaublich, was das für Kaventsmänner sind. Ne? Also hier stehen jetzt nochmal die Flügel von dem großen Fenster, das da hinkommt. Der Rahmen, der steht hier ja schon mal davor. Und das sind die zwei etwas kleineren Flügel für das etwas kleinere Fenster, das da hinkommt. Und wir fahren jetzt nach Hause. Nervenaufreibend. Der Mann, der tut mir echt leid, ne? Ja, ehrlich, alleine. Wie hätte das, das hätte er alleine nie irgendwie weggekriegt. Ja. Aber vielleicht fahren sie auf Baustellen, da sind schon Männer da, die ihm helfen, genau, beim Ausladen oder so. So, wir helfen uns jetzt nach Hause zu kommen. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Weil Marie jetzt gerade schon ein Video für sich hochlädt, da ist sie, sucht sich da gerade irgendwelche Emojis aus. Kann ich jetzt nichts hochladen oder wir könnten auch parallel hochladen, muss dann dauert das doppelt so lange. Also ich warte jetzt erstmal, bis sie fertig ist. Und dann wollte ich mal gucken, ob ich hier irgendwelche Post vorlesen kann. Aber für mich ist gar nichts dabei. Also bin ich schon fertig damit. Dann gucke ich jetzt mal kurz was anderes. Und zwar habe ich mir hier gerade bei dieser Firma mit A was bestellt. Ein riesiges Paket. Hier ist es. Und da gucke ich jetzt mal rein, was das ist. Also ich meine, ich weiß ja, was das ist, aber kein anderer. Also, oha, ich habe wieder diese Schere hier. Diese fiese, gemeine Schere. Hoffentlich sieht YouTube das nicht so als gemeines Instrument an, mit dem man irgendwelche fiesen Dinge anstellen kann. Also ich schneide nur hier den Karton auf, mehr nicht. Oder ich versuche das, besser gesagt. Vielleicht passiert ja hier noch gleich was Schreckliches. Und YouTube hat recht, indem sie sagen, diesen Kanal, den muss man löschen, weil der fiese Adi benutzt immer eine Schere. Und eine Schere verstößt gegen unsere Richtlinien oder so. Wer weiß. So, also, gucken wir mal rein hier. Da ist noch ein Karton. Was für ein Wunder.
Also, mit einer Hand hier rausholen. Oh. Schnucki, wieso hilfst du mir? Du musst dein Video da hochladen. Blockierst den ganzen Kanal jetzt und dann willst du noch bei mir mitmachen hier, was? So, gucken wir. Der Karton ist ein bisschen kleiner geworden jetzt hier. Karton und Karton. Es geht weiter. Die Spannung steigt. Was ist in diesem mysteriösen Paket? Fiese Schere. Nochmal auf der anderen Seite. So. Und jetzt nochmal hier. Ich denke, jetzt wird zum Vorschein kommen. Was hier ist das denn? Schon wieder so ein fettes Paket Nutella hier. Nein! Es ist Natron! Jetzt fragen sich alle, was macht man denn mit Natron? Was ist das? Backen? Zum Backen hier? Also 5 Kilo Eimer will der Adi jetzt Kuchen backen mit Natron? Nein. Also, Natron ist ein, also wer es weiß, dem muss ich es ja jetzt nicht erklären, der kann den kurz mal hier irgendwie Musik anmachen. Die anderen hören gerne zu. Mit Natron kann man alles Mögliche machen. Steht das hier noch drauf? Doch nicht. Das kann man in die Waschmaschine geben. Schnucki, wusstest du das? Ja. Gegen Gerüche kann man das verwenden. Da kann man, wenn man so angesetzte Töpfe hat, die man nicht sauber kriegt, Natron rein, bisschen stehen lassen, alles blitzblank. Das ist ein Wundermittel. Ich habe jetzt gerade vergessen, was es noch alles bewirkt. Man kann es zum Beispiel, ganz wichtig, wenn man Sodbrennen hat, man muss nicht in die Apotheke und da teures, da gibt es doch Maloxan oder wie heißt das? Irgendwie so, was man alles in den Magen reinhauen kann. Alles Quatsch. Eine halbe Messerspitze oder so eine Teelöffelspitze Natron in warmes Wasser trinken. Sodbrennen ist weg. Sofort weg. Also, das beste Mittel, das es gibt. Und man kann das auch so trinken. Morgens, also kann man ein Glas Wasser, ich habe das ja auch mal eine Zeit lang gemacht, dann ist der Körper irgendwie basisch. Aber ob das wirklich funktioniert oder man pischt das alles wieder raus, keine Ahnung, das wird mir auch niemand sagen können, glaube ich. Jedenfalls, wir haben es wieder hier. Und jetzt kann ich mich noch 23 Minuten ausruhen, weil Marie immer noch nicht fertig ist damit. Und damit komme ich dann wieder zu den Briefen zurück. Wir haben hier einmal was für Ash-5 und nochmal Ash-5. Echt so. Und echt so. Echt so. Max und Chrissy. Echt so. Wieso ist hier nichts für mich? Das habe ich vorhin schon gesagt. Keiner mag mich. Hier Ash-5 und Ash-5. Ich kann jetzt diese Umschläge nicht alle zeigen. Hier ist sogar was für TipTapTube dabei. Was ist denn das noch für ein Kanal? TipTapTube. Ein Brief von TipTapTube an TipTapTube und ganz viele für echt so ein Ash-5. Oh, hier kommt nochmal TipTapTube. Ich glaube, hier wendet sich gerade das Blatt. Nochmal TipTap und TipTap. Okay, also das muss ich zurücknehmen, was ich dahin gesagt habe. Ich muss hier aufpassen, man kann das nicht alles zeigen, weil da manchmal auch die Namen von den Leuten da draufstehen, die das geschrieben haben. So. Und hier noch mehr TipTap und das war's. Also, ich könnte das ja glatt alles vorlesen, aber das dauert hier eine Stunde, schätze ich mal. Alles aufmachen, vorlesen, antworten vielleicht. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, soll ich das hier vorlesen? Also, ich würde es gerne machen, aber ich fürchte, dann ist einfach das Video viel zu lang.